Josen Leute und willkommen zu einem News-Video für meinen Kanal, in dem ich einfach ein paar Themen ansprechen möchte, um klarzustellen, wie es jetzt genau mit meinem Kanal weitergeht und warum denn gar keine Videos mehr kamen. Also viel Spaß! Vor ungefähr 3 Monaten kam mein letztes Video zu Sims 3. Ein paar Tage davor auch noch Naruto, lief ja damals auch noch. Und ich hatte damals das Problem, dass mein Computer komplett voll war. Also ich konnte meine Videos nicht mehr bearbeiten, ich konnte nichts mehr abspeichern und da gab es, naja, halt Probleme, logischerweise, wenn man den ganzen Aufnahmen hat und alles bereit hat und die dann alle nicht mehr bearbeiten kann, ist das ziemlich unschön. Und leider konnte ich das Problem auch so nicht mehr beheben, heißt, ich musste meinen kompletten PC neu machen. Was ich natürlich dann auch getan habe, und dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Lust verloren oder meine Energie verloren, das Ganze wieder aufleben zu lassen, die ganzen Programme wieder zu installieren, alles raufzuballern, was man so hat an Programmen, Zeug, und irgendwie fehlte mir dazu Energie. Dazu kam noch, dass auf Arbeit wir einfach voll im Weihnachtsgeschäft drin waren und dadurch einfach mega anstrengend war und ich dann auch wiederum nicht die Energie gefunden habe, um mich dann hinzusetzen und ja, diese Videos dann aufzunehmen. Und man hat zwar immer gesagt, man muss und ich muss sie noch aufnehmen und ich muss noch bearbeiten, die Thumbnails erstellen und so weiter und so fort, aber ich dachte mir, nee, ich will lieber meine Freizeit für mich haben. Das war eigentlich so eines der Hauptgründe. Auch fand ich es ein bisschen doof, ehrlich gesagt, bei Sims 4. Die Frau von meinem Hauptcharakter, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Felix, glaube ich, Felix Lamberts, ist ja gestorben. Und seitdem habe ich auch wie Sims nicht einmal angerührt wieder. Hat mir auch ein bisschen die Lust geraubt. Dazu noch diese frustrierende Sache mit Prince of Persia Warrior Within, in dem ich ja diesen Fehler-Bug hatte, glaube ich zumindest, weil eine andere Erklärung hatte ich nicht, dass ich das Spiel nicht weiter spielen konnte und ich hätte nochmal neu anfangen müssen. Ich hatte mir damals überlegt, ob ich nochmal bis zu dem Punkt spiele, wo ich es schon mal aufgenommen hatte. Aber Lust habe ich bis heute noch nicht gefunden dafür. Ja, es war natürlich auch alles frustrierende Sache. Allerdings habe ich jetzt wieder gemerkt, dass ich wieder richtig Bock habe, irgendwas Produktives zu machen. Ich habe Lust darauf. Ich will nicht unbedingt immer nur für mich vor mich hin daddeln, sondern ich möchte irgendwie was, ja, wie diese kreative Arbeit. Da möchte ich meine Energie reinstecken, da habe ich richtig Bock zu. Ich werde diesmal alles so auf jeden Fall ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es war ja auch mein erster Kanal. Vielleicht war man gleich zu euphorisch, man hat 5 gespielt, ich hatte Naruto gespielt. Prince of Persia sollte ja nebenbei auch noch laufen, aber da gab es dann leider Probleme und es war irgendwie dann alles irgendwie frustrierend. Auf jeden Fall sind das alles Sachen, aus denen man jetzt gelernt hat, auch als ganz, ganz, ganz unbedeutender kleiner Let's Player, wenn man es überhaupt so schon sagen möchte, die Sachen einfach nicht zu überstürzen, weil der Spaß sollte immer noch an erster Stelle liegen und wenn man dann sich irgendwie nur noch zwingt, ja, ich muss jetzt noch Sims 4 aufnehmen, um das alles noch zu bearbeiten und hast nicht gesehen, bringt das, finde ich, auch nichts. Wenn der Spaß nicht vorhanden ist, sollte man generell irgendwas im Leben nicht machen, weil das Leben ist einfach zu kurz, um irgendwas zu machen, was einem nicht Spaß macht. Und wenn man dann doch in so einer Situation ist, wo man es nicht ändern kann, wo man einfach wirklich eine Sache machen muss, dann muss man einfach wirklich versuchen, das Beste draus zu machen. Das klingt ein bisschen doof, das klingt immer klischeehaft, aber es ist einfach so. Einfach versuchen, die positiven Dinge daran zu sehen. Und ja, und wenn ich etwas freiwillig mache, dann soll es natürlich Spaß machen, andernfalls kann ich es ja beenden oder ändere was. Und genau das soll ihm jetzt der Fall sein. Ich werde meinen Kanal wiederbeleben, sozusagen. Ich werde, wie gesagt, alles ruhiger angehen lassen und mit einem neuen Projekt starten, wo auch schon die ersten Folgen abgedreht sind. Muss bloß noch ein bisschen rumschneiden. Ja, und das wird nichts anderes sein als das gute Minecraft. Wollte ich damals ehrlich gesagt nicht spielen. Irgendwie, weil das ist so ein typisches, ich spiele Minecraft. Aber zurzeit habe ich einfach richtig Bock auf Minecraft. Jetzt gerade, wo ich wieder ein bisschen gezockt habe, ein paar Folgen schon aufgenommen habe, ist mir unglaublich Spaß. Und das ist alles im Hardcore-Modus.
einmal sterben und die ganze Welt wird gelöscht automatisch, daran kann ich gar nichts ändern. Was natürlich den ganzen Spielfaktor unglaublich verändert. Also selbst wenn man einfach bloß gegen das Skelett kämpft, wird es unheimlich aufregend. Aber dazu dann in der ersten Folge. So, ich glaube, das war es auch eigentlich im Großen und Ganzen schon. Das Video schon wieder länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ja, ihr wisst Bescheid. Kanal wird wiederbelebt, neues Projekt am Starten, alles ruhiger angehen lassen, alles chilliger, alles nur aus Spaß hier. Deswegen sind wir hier, deswegen zocke ich, aus Spaß. Und ja, in ein paar Tagen kommt dann die erste Folge raus, ihr werdet sie sehen, hoffentlich. Und von daher hoffe ich, dass euch dieses kleine News-Video gefallen hat, dass ihr jetzt ein bisschen wisst, wie der Stand der Dinge ist. Das wollte ich auf jeden Fall unbedingt erwähnen, wie gesagt, das wollte ich eigentlich schon vor längerer Zeit mal machen. Aber gut. Ich wünsche euch dann weiter natürlich noch viel Spaß mit Minecraft. Da hoffe ich natürlich eine lange Spielzeit zu bekommen. Ich hoffe, dass wir da lange überleben. Und für alle anderen weiteren Videos, die ich in Zukunft noch hochladen werde, wünsche ich einfach viel Spaß und ja, cheerio!